Ja, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kollegen, Herr Klaus hat gesagt, auch liebe Stromkunden, liebe Stromkunden, auch das möchte ich in aller Offenheit so sagen. Lieber Herr Klaus, unsere Hände gehen immer hoch, wenn es darum geht, dass wir die Energiewende bezahlbar gestalten. Leider haben wir von Ihnen die letzten Jahre nichts davon gesehen. Wir haben in zwei großen Energie-EEG-Novellen haben wir versucht, die Kosten für die erneuerbaren Energien in den Griff zu bekommen. Wir haben versucht, den Ausbau von erneuerbaren Energien, auch lieber Oliver Grischer, von euch hat man da auch wenig gesehen. Wir haben versucht, die Kosten in den Griff zu bekommen, indem wir gesagt haben, wir müssen den Netzausbau gemeinsam mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in den Griff bekommen und zusammenbringen. Wir haben gesagt, wir wollen auch den Ausstieg aus dem EEG hin zu einem Wettbewerbsmodell, hin zur Ausschreibung. Auch da kam von Ihnen 0,0. Wir haben versucht, in vielen, vielen Einzelschritten die Energiewende bezahlbar zu gestalten. Da kam für Ihnen nichts. Auch da haben wir einiges versäumt. Ich glaube, dass wir bei dem, was Sie heute vorgelegt haben, etwas sehen, was rückwärtsgewandt ist. Wissen Sie, es geht nicht darum, dass wir hier Kostenverteilungsdebatten führen. Es geht darum, dass wir versuchen, die Energiewende Stück für Stück bezahlbarer, sicherer, umweltfreundlicher zu gestalten und nicht Verteilungsdebatten zu führen, wo wir schauen, dass alle das Gleiche zahlen müssen. Das führt in die falsche Richtung. Wir müssen, glaube ich, eine effiziente Energiewende gestalten. Da haben wir vieles gemacht und auch wir werden hier auch noch einiges in dieser Legislaturperiode tun, meine Damen und Herren, weil wir glauben, dass wenn wir nicht es tun werden. Dass wenn wir die Energiewende nicht bezahlbar gestalten, werden wir Arbeitsplätze verlieren, wir werden die Menschen verlieren für dieses ganz, ganz große Projekt und werden es nicht schaffen, dass andere Länder mitziehen werden, uns folgen werden. Das ist ja das, was wir gemeinsam wollen, dass die Energiewende ein Exportschlager wird und auch Europa und andere Länder mit uns mitziehen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wir brauchen eine ehrliche Debatte. Und ich sage auch ganz offen, dass es da auch in unserer Fraktion, genauso in allen anderen Fraktionen, durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. Deshalb möchte ich ein paar wenige Punkte noch mal auch aufgreifen, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Ich glaube, die Energiewende ist im Kern ein ganz lokales, regionales Projekt. Vor Ort wird die Energiewende gestaltet. Das haben wir immer gemeinsam auch eingebracht in vielen, vielen Gesetzgebungsinitiativen. Wenn man vor Ort die Energiewende gestalten will, werden vor Ort Chancen, Gewinne entstehen, es entstehen aber auch vor Ort Herausforderungen und auch Kosten. Auch das muss man auf der anderen Seite sehen. Und das muss man zusammenbringen, weil nur so wird die Energiewende auch ein stimmiges Konzept. Und lieber Herr Klaus, man muss dann auch sagen, dass nicht nur der Osten den Westen bezahlt, sondern auch der Osten hat enorme Profite von der Energiewende. Das gehört auch zur Ehrlichkeit der Debatte hinzu. Allein Brandenburg, wenn man mal diesen ganz großen EEG-Topf anschaut. Allein Brandenburg profitiert von diesem EEG-Topf derzeit jährlich mit 850 Millionen Euro. Ihr Heimatland, lieber Herr Klaus, Sachsen-Anhalt, knapp 500 Millionen Euro holen Sie aus dem EEG-Topf heraus. Das heißt, jeder Bürger in Ihrem Land profitiert von dem EEG-Topf mit 230 Euro je Kopf. 230 Euro pro Kopf profitiert im Schnitt jeder aus dem EEG-Topf. Die Nordrhein-Westfalen, und ich möchte mich nicht für die Nordrhein-Westfalen jetzt hier allein zum Anwalt machen, aber die zahlen die Veranstaltung mit 3.100 Millionen Euro jährlich. Auch das ist etwas, was wir sehen müssen. Auch da gibt es regionale, ganz, ganz große unterschiedliche Sichtweisen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir sehen müssen. Es entstehen neue Arbeitsplätze in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, an der Küste. Und auch auf der anderen Seite fallen auch Arbeitsplätze weg in den Braunkohlerevieren, Steinkohlerevieren. Auch das ist uns allen bekannt. Deshalb entstehen Ungleichheiten vor Ort, nicht nur im Bereich der Netzentgelte, wo wir durchaus auch sehen, dass wir hier vielleicht was tun müssen. Es in allen anderen Bereichen gibt es ebenfalls Ungleichheiten, die wir sehen müssen, wenn wir das Gesamtbild auch entsprechend betrachten wollen. Deshalb sage ich auch hier in aller Deutlichkeit, Energiewende ist ein lokales Projekt. Wir müssen die lokalen Gegebenheiten auch berücksichtigen. Wir brauchen Potenzial vor Ort. Wir können dort nur Windräder bauen, wo auch tatsächlich Wind bläst. Wir können auch dort nur Solarenergie aufbauen, wo auch die Sonne am meisten scheint. Deshalb gibt es auch hier nicht nur im Bereich von erneuerbaren Energien Ungerechtigkeiten, sondern auch in anderen Bereichen. Auch das ist etwas, was zur Wahrheit und zur Erkenntnis dazugehört. Wir brauchen in den nächsten Jahren enorme Investitionen im Bereich des Netzausbaus. Übertragungsnetze müssen gebaut werden in den nächsten Jahren. Wir werden allein im Übertragungsbereich 50 Milliarden Euro investieren müssen bis 2025. Das kommt damit zustande, dass wir einen Teil der Netze modernisieren müssen. Es kommt auch dazu zustande, dass wir natürlich auch mit der Energiewende neue Herausforderungen haben. Das heißt, ein Großteil der
neuen Windenergie vom Norden muss auch in den nächsten Jahren verstärkt in den Süden transportiert werden. Herr Kollege Bares, darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Der Kollege Klaus würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Aber gestatten Sie das, bitte schön, Herr Kollege Klaus. Ich freue mich drauf. Herr Kollege Bares, ich gehe mal davon aus, dass Ihnen auch der Brief des Ministerpräsidenten Tillich vorliegt. Der ist ja offenbar so etwas wie Ihr Parteifreund, jedenfalls sind Sie nach meiner Kenntnis beide in der CDU. Wollen Sie damit sagen, dass die Argumente, die der Ministerpräsident hier vorträgt, die und die vielen unserer Argumente ja ähneln, zum Teil wortgleich, sind für Sie auch alle gegenstandslos und nicht verhandlungsfähig sind? Herr Klaus, ich habe gerade in meiner bisherigen Rede dargestellt, dass die Energiewende einfach in vielen Teilbereichen gesehen werden muss und auch in vielen Teilbereichen auch Ungleichheiten erzeugt oder auch wiederum Chancen und Risiken erzeugt. Und ich habe auch gesagt, dass der Osten, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, ich habe es klar beschrieben, auch von der Energiewende in vielen Bereichen profitiert. Ich habe auch nicht bestritten, dass es natürlich andere Bereiche gibt, wie die Netzentgelten, wo der Osten noch nachlegen muss, wo man mehr tun muss, wo man Ausbaukosten hat. Und diese Kosten werden derzeit auf diese Bundesländer auch gewälzt. Es ist richtig, was Sie gesagt haben in Teilbereichen, aber daraus zu folgen, dass wir alles sozialisieren müssen, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir müssen feins differenzieren. Und wenn Sie jetzt noch etwas gewartet hätten, bis ich weiter gesprochen hätte, hätte ich Ihnen auch erklärt, dass wir Teile der Übertragungsnetze auch heute schon bundeseinheitlich wälzen. Dinge, die aus der Energiewende an uns herangehen, beispielsweise die Frage der Stromautobahnen, der drei großen Stromautobahnen vom Norden in den Süden, werden bundeseinheitlich gewälzt. Der Offshore, die Offshore-Anbindung, die im Norden passiert, in der Ostsee und Nordsee, auch die wird bundeseinheitlich gewälzt, lieber Herr Klaus. Und auch andere Themen, wie beispielsweise die Erdverkabelung, die ja dafür wichtig ist, in Niedersachsen beispielsweise, damit wir auch dort die Akzeptanz finden für die erneuerbaren Energien, für den Netzausbau, auch die werden bundeseinheitlich gewälzt. Das heißt, jeder hat auch ein Stück weit an diesen Kosten etwas zu tragen. Das heißt, es ist richtig, dass wir hier gesamtstaatliche Aufgaben auch bundeseinheitlich wälzen müssen. Nur, ob wir jede Modernisierung im Übertragungsnetz wirklich auch bundeseinheitlich wälzen müssen, da habe ich noch gewisse Fragezeichen, auch das sage ich mal offen. Und auch da müssen wir gut diskutieren, welche Konsequenzen das auch auf die Strompreise für jeden Einzelnen auch in Zukunft haben wird. Es wird Auswirkungen haben, speziell auf die Industrie. Auch das ist etwas, was wir offen sagen müssen. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Nur 3-4% hat der Privathaushalt an diesen Übertragungsnetzen und bis zu 100% die ganz, ganz großen Industrieunternehmen, die in der Anfangskette der Wertschöpfungskette liegen, beispielsweise die Aluminiumproduktion, hat teilweise 100% der Netzkosten zu tragen im Übertragungsbereich. Und die würden ganz besonders stark von solchen bundeseinheitlichen Wälzungen, sage ich mal, auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das würde auch eine enorme Gefahr bedeuten für unseren Industriestandort Deutschland. Und auch das müssen wir, glaube ich, in unsere Überlegungen mit einbinden. Ich glaube, dass das Projekt, das Sie angestoßen haben durchaus, das wir auch diskutieren werden, nicht dazu führen dürfen, dass wir Arbeitsplätze in Gesamtdeutschland verlieren. Auch das wäre, glaube ich, der falsche Weg für die Energiewende. Ich glaube, die Arbeitsplätze können durchaus auch ein paar Klatscher verdient, meine Damen und Herren. Sie sprechen die Verteilnetze an. Die Verteilnetze sind nochmal ein wichtiger Beitrag. 98% unserer Netze sind im Niederspannungsbereich in Verteilnetzen. 90% aller EEG-Anlagen werden an die Verteilnetze vor Ort angeschlossen. Das heißt, hier kann man ganz konkret sehen, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen Ausbau von erneuerbaren Energien auf der einen Seite und dem Ausbau, dem notwendigen Ausbau von Netzinfrastruktur. Deshalb sehe ich in dem Bereich, beispielsweise im Gegensatz zu den Linken, keine bundeseinheitliche Wälzung. Und auch das Beispiel, das Sie in Ihrem Antrag nennen, Düsseldorf und Havelland verglichen. Havelland hat 600 Windräder. Das ist eine Wertschöpfung, die vor Ort in den letzten Jahren entstanden ist, Arbeitsplätze. Und da sieht man ganz konkret, dass auch eine Region dann von solchen Projekten auch profitiert und damit auch eine höhere Netzkosten entsprechend auch mittragen muss. Meine Damen und Herren, wir werden leider in den nächsten Jahren erleben, dass die Netzkosten weiter steigen werden. Wir werden weiter investieren müssen, dass der Netzausbau gelingen wird. Deshalb brauchen wir eine sinnvolle Verteilung von Netzausbaukosten. Auch das ist uns, unsere Fraktion, sehr, sehr wichtig. Deshalb werden wir uns auch mit den Themen in den nächsten Wochen beschäftigen. Mit dem NEMOG, mit dem jetzigen Gesetz, das vorliegt, werden wir ganz konkretes Thema vermieden, Netzentgelte auch anpacken. Auch das ist ein ganz wichtiger Beitrag, wo wir 57 Millionen Euro wieder umschichten können und wo auch die neuen Bundesländer mit 200 Millionen Euro
dann ganz konkret profitieren können. Meine Damen und Herren, mit Verteilungsdebatten werden wir die Energiewende nicht zum Gelingen bringen. Wir brauchen Debatten, wo wir nach vorne kommen zum Thema Energiesicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit. Und ich glaube, dass wir hier sehr viel gemacht haben in den letzten 4 Jahren. Und ich glaube, auch mit dem NEMOG werden wir noch den entscheidenden Baustein für die nächsten Monate noch mal zum Gelingen bringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Kollege Oliver Kriecher das.